Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wir sind in einer neuen Staffel, der zweite Staffel. Und wenn ich jetzt hier ein neues Spiel starte, seht ihr schon, die zweite Staffel ist schon benutzt. Das liegt daran, dass ich schon eine Map gestartet hatte und ich lebte auch noch und so, bin noch nicht gestorben und so, alles okay. Aber insgesamt war der Spielstand einfach super unsauber, weil es ein Experimental war. Und da dachte ich mir, weißt du was, wir fangen jetzt auch mit einer neuen an. Nehmen uns eine schöne große Map, die Pregen 10.1, warum nicht? So. Wir machen das jetzt so. Wir spielen auf Plünderer, niedrigster Schwierigkeitsgrad. Und pro Hordennacht, die wir haben, geben wir einen Schwierigkeitsgrad hoch, okay? Außerdem starten wir die Hordennacht auf jeden Fall schon mal mit 64 Feinden. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine ordentliche, kräftige, wummige Hordennacht. So, Todesmalus gibt es sowieso nicht, wenn wir sterben, ist vorbei. Täglicher Questfortschritt ist der Standard heute auf 4 erhöht worden, keine Ahnung, ob er noch auf 3 steht. Das heißt, wir dürfen jeden Tag 4 Quests machen und kriegen dafür Belohnungen. Das Hochleveln der Quests war ja bei der letzten Staffel das Problem. Ich habe teilweise einen Tag 6 Quests gemacht, 7 Quests oder so, und da gab es 7 EP auf die Quests. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich auch nicht nur noch 1 Quest machen, ich kann schon, aber muss dann halt doppelt so viele machen, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und es werden nur noch 4 Quests gewertet. Ich kann weiter Quests machen, kriege auch Belohnung, aber keine EP mehr sozusagen. Na gut. Nochmal ganz kurz Kommando zurück. Ich würde statt einer pre-generierten auch gerne eine eigene generieren. Wie wär's denn damit? Eine neue zufällige Welt. Nervous Gain ist doof. Angehende Welt existiert bereits. Was? Die total zweite Stadt? Okay, wir nehmen, Welt. Als, ja. Fortgeschrittene. Hier verbrannter Wald. Ach, komm, Ödlern am meisten? Nee, warte mal eben. Diese Einstellung zu ändern kann den Händlerfortschritt unterbrechen. Okay. Ich würde aber trotzdem gerne etwas weniger davon. Mal so. Zentraler Wald, zentrales Ödland, Kreis, Linie. Zentraler Wald ist, glaube ich, schon eine ganz gute Idee, würde ich sagen. Ne? Das lassen wir alles, wie es ist. Und generieren einfach mal drauf los. Mal gucken, wie lange das dauert. Keine Sorge, ihr müsst nicht zu lange warten. So, das hat etwas der ganzen Minute gedauert. Und ich würde sagen, das ist jetzt unsere Map. Damit können wir doch leben. Legen wir los. Haben wir die jetzt auch? Ich würde sagen, ja. An der anderen Karte, die ich gespielt habe, war auch doof. Ich meine, die ist eh kaputt gegangen, aber es war trotzdem auch doof, dass die... ich war so im grünen Bereich, starte es ja immer. Und rundherum Wastelands. Ich musste durch die Wastelands durch und das nicht wenig, um in die niedrigeren Gebiete zu kommen. Die Wastelands haben ja immerhin das höchste Level sozusagen. Gut, er macht jetzt hier noch ein bisschen schön diese Map sozusagen und rechnet noch ein bisschen rum, weil er sich geil vorkommt. Ja, mal gucken, wie lange das noch dauert. So, da bin ich wieder. Hat jetzt auch nicht lange gedauert. Etwas länger als eine Minute. Wollen wir erscheinen? Wir wollen erscheinen. Ah, da sind wir ja. Da sind wir, Leute. Endlich wieder hier in dieser Welt. Zurück bei 7 Days to Die. Oh, cool, da vorne ist eine richtig gute Hütte. Ja gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit den Basics an. Also, ihr wisst, normalerweise haben wir ein Tutorial. Das hier können wir noch lesen, glaube ich. Bloß ein freundlicher Hinweis, dass du pünktlich zahlen solltest. Und zwar jedes Mal. Sonst gibt es Konsequenzen. Nächstes Mal sind wir nicht so nachsichtig. Danke für die Ausrüstung. Aber du bist uns immer noch etwas schuldig. Wir sehen uns, der Duke.
Er hat uns also vermöbelt und fordert uns heraus, sein Fehler. So, was wir jetzt machen, wir können mal das Challenge-Menü öffnen mit Y, das ist neu. Und das 1x1 zu überleben, das war früher eine Standard-Quest-Reihe. Die ist jetzt hier in diese Challenges ausgedingst und ausgelagert, das ist Wort. Und das machen wir jetzt mal. Wir haben das Menü geöffnet. Wir sind einfach so gut. Und jetzt hier, Rohstoffe sammeln. Genau wie wir es kennen. Die üblichen Sachen. Oh. Erstmal ganz entspannt hier. Das haben wir. Pflanzenfaser noch. Jetzt sollen wir eine Steinaxt fertigen. Das sind ja alles Sachen, die wir schon so weit kennen. Wenn wir da vorne mal in das Holz hier abbauen. Nämlich schon mal ein bisschen direkt was. So. Nehmen wir das auch hier mit. Ein primitives Outfit zum Craften. Dann machen wir das doch mal. So, in der Ausrüstung ist es jetzt so, dass wir erstmal einen sexy Charakter haben. Und die Ausrüstung legen wir an und da wird der komplette Skin direkt draufgesetzt. Ein Holzknüppel. Das wird auch wieder unsere Wahl der Waffe sein, gehe ich von aus. Weil es mit dem läuft ja ganz gut eigentlich. Den Bogen bauen wir auch direkt. Mit dem werden wir jetzt nicht so viel spielen, denke ich mal. Jetzt brauchen wir noch eine Feder. Hier legen wir mal die Sachen. Das ist auch schön. Alles hat jetzt Geräusche. Das finde ich schon richtig gut, ehrlich gesagt. Das macht es ein bisschen lebendiger. War doch hier eine Ader, ne? Da, genau. Machen wir hier Blei. Ich habe gehofft, wir kriegen da ein bisschen mehr Stein raus. So, wir haben alles erledigt. Und jetzt gehe ich zum Händler. Machen wir auch sofort. Wo ist denn der Händler? Den habe ich vergessen einzulösen. Jetzt sind die Sachen alle freigegeben. Okay, sehr gut. Gute Arbeit. So, werden wir uns erstmal hier durcharbeiten. Fall doch nicht direkt hin. Guck mal, schon mal was zu essen, das ist schon mal gut. Also ich möchte auch diesmal nicht wieder... Beim letzten Mal hatten wir ja eine... Na komm, beim letzten Mal hatten wir ja so ein ja, wie heißt denn das hier? So ein Supermarkt, sag ich mal, ne? Als Haus. Da ist man relativ sicher. Und das ist auch schön. Aber diesmal möchte ich gerne ein Haus haben. Ganz normales Haus. Fun Fact. Die Steuerung fühlt sich etwas anders an. Weil da haben sie doch ein bisschen was dran getweakt. Sehr gut. Da ist auf jeden Fall so ein Zombie drin, glaube ich. Man ist auch insgesamt ein bisschen schneller als früher. Deswegen fühlt sich das alles noch so ein bisschen komisch an. Ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Schon überlastet, meine Güte. Die haben jetzt auch noch einen neuen Filter installiert, bei dem man die Zombies besser ordnen kann. Von den Geräuschen her. Das war nämlich tatsächlich auch noch nicht ganz sauber.
So, wie sieht's hier draußen aus? Nichts zu holen, okay. Gut, aber ist ein schönes Gebäude, muss man einfach sagen. Was ist denn jetzt stärker? Hm. Der Knüppel bringt uns mehr. Da packen wir direkt mal hier das drauf. Da haben wir ein bisschen mehr Schaden. Sehr schön. Mal ganz kurz aufräumen. Wir haben zwei Kochbücher gekriegt. Einmal das hier. Schnell zu schleichen, dabei nicht aus Atem zu kommen. Sehr gut. Und dann hier so ein Zeug. Bisschen was zu essen. Nicht schlecht. Bisschen Munition. Das zerlege ich sowieso wieder. Ich spiele eh nicht mehr im Bogen. Das könnt ihr euch vergessen. Auch noch mit. Super. Also für Level 1er Gebäude sind super viele Zombies drin tatsächlich. Da muss ich mal gucken, je nachdem, was es hier für Häuser gibt, ob ich vielleicht sogar hier irgendwo unterkomme. Aber mal gucken, was die Stadt so gibt. Irgendwie wäre es doch cool, in einer Stadt zu leben, wo ein bisschen mehr los ist, weil da sind nämlich wieder bei den Zombies auch ein bisschen aktiver. Ah ja, genau. Zombie-Gespür haben wir übrigens auch überall an. Tag und Nacht. Ne, also es wird auf jeden Fall ein bisschen spannender als beim letzten Mal werden. Echt ein merkwürdiges Einsergebäude. Sehr viele Gegner in der Zeit drin. Erledigt. Oh, Schmiedebuch. Cool. Mal ein bisschen Holz. Nehmen wir alles mal mit. Na gut. In die Richtung soll es also gehen. Machen wir das erstmal. Aber vorher zerlegen wir das. Jetzt zerlegen wir auch. Schmeiß mal raus. Knochen schmeiß mal erstmal raus. So, Kaffee kann erstmal raus. Das behalten wir noch. Das kann auch raus hier. Das auch. Gut, so das war ich. Was hat sich denn sonst so geändert? Also, wir haben jetzt neue Charaktermodels. Wir haben eine Variation an Zombies. Nicht mehr die gleichen 5 oder 6, wie es waren immer. Es gibt noch mehr Sachen, die ich noch nicht weiß. Also, wir werden noch einiges doch selbst entdecken. Und natürlich wieder eine Survival-Staffel, das heißt, sterben wir, ist der Spielstand beendet. Könnte nach einer Folge zu Ende sein, nach zwei, nach 50. Oder wenn wir unser festgelegtes Ziel erreichen. Mein festgelegtes Ziel wäre jetzt an der Stelle, dass wir auf jeden Fall die letzte Hordennacht wirklich im Ödland machen, bei maximaler Stärke, maximale Zombies. Also, dass wir wirklich richtig gefordert werden. Jetzt rennen wir erstmal darüber zum Händler. Die Händler sind jetzt biomgebunden, das finde ich etwas schade. Aber schon versucht, andere Händler zu spawnen, aber da kann es dann passieren, dass dann halt so Sachen passieren, wie dass sie nur Grabequests geben und so. Alles auch nicht das Gelbe vom Ei. Und deswegen machen wir jetzt die Quests einfach immer wie es ist. Wir werden dann irgendwo auch unsere Gen finden und werden dann einfach zusehen, dass wir irgendwie was bauen, dass wir sie immer gut erreichen, weil ich möchte eigentlich schon im Grünen leben, tatsächlich. Weil es einfach das schönste Biom ist. Weil die Jen ist nämlich im verbrannten Wald. Da, wo sie früher übrigens auch war. Never Scan. Wird auch bestimmt bald eine Mod geben, die diese Händler-Limitierung wieder aufhebt. Vielleicht finde ich es auch selber raus. Man kann nämlich in den Spieldaten noch rumfingern. Und das sind oft nur XML-Dateien. Da kann man echt ein bisschen einfach mal Werte rumschieben und so. Da habe ich auch mal gesehen, hat einer mal die Kraft des Demolishers erhöht. Da hat er einfach gesprengt und hat 500 Blöcke um sich herum weggepustet. Das ist so geil. Ah, da vorne ist unser Händler. Ist ein Lehm, okay.
zu holen, okay. Das heißt natürlich auch, dass wir jetzt da wir jetzt auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielen, wird der Anfang relativ entspannt werden. Aber das soll es ja auch sein. Ein gemütlicher Start und dann nach Ende hin richtig übel, hoffe ich. So. Hallo. Ah ja, die Händler haben übrigens auch alle neue Voice Lines bekommen. Time is money. Congratulations. Here's your reward. Sucker. Sehr nett von dir. Besondere Aufträge, Einführung vergraben. I can't say I'm not surprised. Take a look. But don't expect me to hold your hand through it. Okay, da ist erstmal hier nichts zu holen. Dann lassen wir das mal. Na, wir haben auch kein Geld, nichts. So, können wir auch schon die Sachen verkaufen hier. You gotta be the dumbest son of a bitch I've ever seen. Can't you see we're overstocked on those? Shit, man. I treat you that good and you don't even fucking tip me. Tja. Was ist hier los? In die Schmiede legen wir ein paar Sachen, ja? So, das nehmen wir zurück. Ne, die brauchen wir. Gut. Klopft auch einer. Zwei sogar. Ist richtig was los? Die bleiben da drin. Mal gucken. Gar nicht schlecht, so lebensmittel sind wir schon mal ganz gut bedient eigentlich. Okay, was haben wir denn hier? Verhältnismäßig sieht das mal nach einem kleinen Hütchen aus hier. Das ist ja nice. Das ist hübsch eigentlich. Rennen und springen wie ein junger Gott. So, wie sieht es eigentlich aus? Skillpunkt Nummer 4, da werden wir auf jeden Fall noch warten bis heute Nacht, dann leveln wir ein bisschen. Ja, die Nächte werden wir am Anfang noch zu Hause verbringen, je nachdem, wo wir dann erstmal unterkommen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir das Gebäude nebenan direkt mal klar machen werden, weil das schon irgendwie ziemlich gemütlich ist. Häschen. Da vorne ist der Checkpoint. Tut's weh? Easy. Wolltest du mich jetzt verarschen? Das ist nicht wirklich der allererste Grabequest und ich muss auf der Straße graben. Ja, was wir dann jetzt aber machen, ist, dass wir uns darüber graben. Weil sonst haben wir nämlich das Problem, dass wir die Straße kaputt machen. Oh, ihr seht schon. Die haben die Schaufel übrigens übel genervt.
die falsche Richtung gedreht. Macht doch nichts. Das Leben brauchen wir sowieso ohne Ende. Aber was wir jetzt aber schon machen, können wir doch für Skillen doch jetzt schon früher, ja? Erstmal Bergbaumeister einmal und Hauptader einmal. Da kriegen wir schon mal 20% mehr raus. Plus wir kriegen, machen wir Schaden. Und dann werden wir das nächste Level hier rein dübeln, um möglichst schnell einen hohen Stärkewert zu kriegen. So, ich hole dich gleich wieder dazu. So, was wir jetzt auf jeden Fall schon mal sehen, ist, wir haben hier den Rand unseres Questgebiets erreicht. Das leuchtet hier. Jetzt können wir eher so in die Richtung hier gehen. Mal gucken, wie viel wir hier noch abbauen müssen. Auf jeden Fall wird sich der Kreis bald verkleinern. In dem Tutorial-Quest sogar ein bisschen schneller als normal. Oder es fühlt sich nur so an, ich habe vielleicht schon Sachen abgebaut, ohne es zu wissen, mit dem Kreis. Da haben wir es schon. Gammel, Gammel, Gammel und Vorräte. Sehr schön. Der Vorteil ist jetzt dabei, wir haben die Straße heil gelassen, da können wir doch auch ordentlich herfahren. Man mag jetzt sagen, das könnte etwas übertrieben gewesen sein, aber ich finde es in Ordnung. Da jetzt schnell zurück zum Händler. Ich würde da wahrscheinlich sowieso sagen, wir räumen wahrscheinlich das Nebengebäude direkt mal. Dass wir da einfach dann einen Ort haben, wo wir die Nacht bleiben können und so, ne? Das ist auch ganz wichtig. Wo wir am Ende wohnen, werden wir dann noch sehen. Wobei so ein Bauernhof schon ganz cool sein kann. Aber direkt neben Wrecked? Das wäre erstmal besser als gar nichts, ne? Gerade nachts jetzt, wo das Zombie-Gespür an ist, kriegen wir schnell Besuch. Da möchte man jetzt nicht einfach irgendwo auf einem Stein sitzen und warten oder so. Auch ein Messer. Ich fand das früher lustig, wenn man über die Brücken gerannt ist, ist es gerne passiert, dass die eingekracht sind. Sind die noch hier drin? Jo, tatsächlich. Ja, dann kommt mal her. Ich dachte, die werden inzwischen weg. Die despawned oder so. Zack. Noch einer. Eigentlich müsste der Rack mir jetzt Geld bezahlen, ne? Ich habe sein Grundstück hier gereinigt. Ich habe ihn gerettet. Ich glaube, das interessiert ihn nicht. You know, didn't we agree, your first job was gonna be free? Damn, this is all I can spare. Alter, was? I got some shit work for a fuck up. Good luck. You better not make me regret this. Oh cool, ich glaube, wir waren. Okay, ja gut, können wir ja machen, ist ja kein Problem. Ich würde dann tatsächlich jetzt erstmal das Gebäude nebenan hier freiräumen. Damit wir schon mal hier im Norden das. Damit wir zumindest schon mal eine Bleibe haben, würde ich sagen. Und dann bleiben wir erstmal hier. Und gucken dann mal, wo unsere Jen ist. Jens Aufenthaltsort kriegen wir, wenn wir hochgelevelt werden in der in Questen. Haben wir jetzt schon einen Punkt gekriegt? Ja, tatsächlich.
Wenn wir hochgelevelt werden und questen, bei dem, dann kriegen wir halt den Aufenthaltsort von ihr gesagt. Ich habe auch ehrlich gesagt schon wieder vergessen, wo die Sachen hier sein sollten. Wir hatten ja den Aufbau grob gesehen von der Map. Ich weiß nur, dass wir zentral sind und überall außen rum sind. Das war schon mein Wunsch, dass es genau so ist. Schweinchen. Wie? Du bist doch ganz schön frech für deine... Na, also. Hier, komm, ich direkt Schwein. Ach, du bist schon tot. Das ist ja ärgerhaft. Mein selber schuld, ne? Ganz ehrlich. Mais ist hier drin. Der trotz der Schwerkraft. Okay. Dann gehen wir erstmal hier rein. Nehme ich an mich hier. Schaden macht er denn? 30. Hi. Die Keule auf den Arsch, magst du doch. So. Ich sah doch schon so aus, als würde ich das wollen. So. Lady. Ballern will ich eigentlich nicht, das hat uns nur für den Notfall zurück. Deswegen habe ich auch die Maschinenpistole genommen, damit wir einfach. Damit wir da einfach ein bisschen besser aufgestellt sind, wenn es um Notfall geht. So. Honig, sehr gut. Falls wir infiziert werden, ist richtig gut. Geh weg. Hier ist besetzt. Sehr gut. Grundausbildung. Geschwindigkeit im Kampf gegen Feuer 10 Sekunden. Erhöhe deine Angriffsgeschwindigkeit mit extra 5%. Aua. Ich wollte direkt auf die Knie zu gehen. Du darfst die da kriegen. Oh, oh. Sehr gut. Die blutet mir den ganzen Boden voll. Alter, wer hat das denn schon wieder hier gestattet? So. Come on.
War hier unten noch was? Das heißt, es ging über die Tür aufgegangen. Das nehmen wir noch mit hier. Es gibt nämlich hier auf jeden Fall schon mal ein schönes... Muss er da rauskommen. Hat das wehgetan? Glaube ich doch gar nicht. So, weg mit dir, Digga. Sehr schön. Ich glaube tatsächlich, dass ich dann jetzt gerne hier unterkommen möchte. Ja, geil. Bum, bum. Ganz viele Bücher. Sehr gut. Armut ab. Griffelten Griff. Dingsbums. Hier Magnumvollstrecker. 10% mehr Schaden bei einer Magnum. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Die ist jetzt zwar nicht voll toll. Obwohl, warte mal, kann ich die verändern? Kann die noch da rein, Mann? Dann macht die ein bisschen mehr Schaden. So. Strahlungsentferner-Mod. Alter, wir finden schon Sachen hier. Zerlegen wir noch. Gut, dann legen wir hier in den Kofferraum, legen wir jetzt ein paar Sachen ab, würde ich sagen. Hunger haben wir. Können wir was essen, ist kein Problem. Okay. Machen wir auf jeden Fall hier noch eine Fackel hin. So, ich will nur noch die eine Kiste hier haben. Sehr gut. Da machen wir erstmal zwei Punkte von der Leiter weg hier. Grüne Zombies können mittlerweile über zwei Felder hochspringen. Die könnten dann immer noch dran springen. Aber grüne Zombies kommen am Anfang noch nicht. Wir werden jetzt erstmal übergangsweise hier bleiben. Genau. Hopp. So. Das soll dann nämlich auch erstmal hier genug sein. So, dann haben wir hier nämlich überall noch Licht, wenn es auch dunkel ist und solche Sachen. So. Das kann hier bleiben. Das können wir noch eben essen. Komm, die hauen wir auch noch eben in den Kopf. Dann lassen wir den ganzen Krempel jetzt hier. Können wir einfach nochmal trinken, das passt dann nämlich auch. Gut. Einmal reparieren. Und dann gehen wir jetzt die Quest nochmal an. Das ist das Gebäude, was wir vorhin schon gemacht haben, tatsächlich. Ganz am Anfang der Folge, wo wir im Wald da hinten noch gespawnt sind. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit. Dann haben wir nämlich noch eine Quest gelöst für heute. Und kriegen noch ein bisschen Belohnung. Das ist schon ganz gut. Auf dem Rückweg dann nehmen wir von Ragnar unsere Sachen mit und können direkt auch noch verstauen. Da sind wir nämlich erstmal schon mal irgendwo angekommen. Haben schon mal für den ersten Tag schon mal ein Bleibe und so. Ist schon mal ganz gut, würde ich sagen. Zombo da vorne. Mal Bock drauf. So genial ist die Shotgun ja auch nicht. Die ist mehr eine Notfallwaffe als alles andere. So draufschießt, wenn nichts mehr geht. Weil ein Schuss und die lädt ziemlich lange nach. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. So. Im schlimmsten Fall, falls wir zu spät fertig werden, bleiben wir die Nacht einfach da.
Wäre uns dann jetzt auch egal, würde ich sagen. Ganz schön sprinten hier, muss er schon, der arme Kerl. Also war. Oh, hi, Dicker. Ha. So. Und Restart des Gebäudes. Alles wieder normal, alles wieder wie es war. Können Sie das Holz hier nochmal abbauen? Das lohnt sich auf jeden Fall. Hä? Oh. So. Das sind die Vorräte. Komm mal raus. Danke, das wird ein bisschen mehr kommen. Ey, wir lassen die mal raus. Dann fertig hier. Hallo, ihr zwei. Das ist ein schönes Paar. Ihr habt beide die gleiche Körperhygiene. Was ist eine Wanderhorde oder was? Ja, ihr seid auch ein süßes Paar. Stinkt so süß nach Verwesung. Wiedersehen. So. Durchsuche alter Müll. Deutscher alter Müll gelesen, okay. Hier, da haben wir den schon. Sehr schön. Fest eigentlich schon fertig, aber ich will den Loot natürlich mitnehmen. Der hat Zweck da hingelegt. Da ist der Schuss. Ich bin natürlich auch ein Idiot, ne? So ein Schuss kann wieder neue Zombies anlocken. Planet und Wiring. Okay. Guck mal. Vergrößerter Gewehr, A-Mod ab, zwei Bücher. Beschwerter Kopfmod Rezept. Schön Level up, sehr gut. Nehmen wir jetzt hier auf jeden Fall noch alles mit. Gerade so Essen und so ein Kram. Kochbücher können wir auch gut gebrauchen. Da ist noch einer. Der Herd, wenn Kuchen drin. Ah, Gammelfleisch. Nicht Gammelfleisch, verbranntes Fleisch. Aber bei verbranntem Fleisch kannst du dir sicher gehen, dass nichts mehr dich vergiften kann. Außer das Fleisch selber. Zwei normale Verbände sind jetzt auch nicht scheiße. Weil so gerade am Anfang, wenn man den ganzen Kram noch nicht so hat, dann tut das ganz gut, noch Verbände zu haben, die dann wenigstens die Blutung stoppen.
So, Medizinschrank. Gut. Alles klar. Kannst du in die letzten beiden Zombos hier oben platt machen? Ist nur einer. Ach, der andere pennt da oben noch, okay. Allen gelassene Beute. Kurz Ausdauer regenerieren. Draufhauen. Ausdauer regenerieren. Und tschüss. Was ist denn hier Schönes drin? Beere. Na, werde ich nicht spielen, aber trotzdem danke. Cool. Das zerlegen wir. Das nehmen wir mit. Das ist wieder Essen. Eine Taschenmod-Rüstung. Hier können wir dann in unser Outfit modden. Zack, dann können wir unten jetzt einen Slot mehr tragen. Nochmal ein Honig, richtig gut. Okay. Scheißviecher. Grillrost. Perfekt, Leute. Perfekt. Okay. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal... Also wir nehmen mal eben kurz ein Item unten raus. So, nicht mehr überladen. Das ist schon mal gelohnt. Wenn wir es jetzt schaffen, können wir die Quest noch abgeben. Und dann unsere Sachen holen und dann nach Hause humpeln. Ist ein Ausdauer regeneraten hier? Eier mitnehmen. Honig haben wir auch, wenn wir infiziert werden und so. Das ist ganz gut. Das heilt 5% Infektion. Zehnte Klingermod. Komm doch mit. Okay, wir schaffen es auf jeden Fall noch abzugeben. Das ist gar kein Problem. Dann haben wir schon mal schön zwei Quests gelöst. Ein Ei. Ein Ei. Kein Ei. Kein Ei. Mittlerweile haben die Händler auch mehrere Ansagen, wenn sie öffnen und schließen, habe ich mitgekriegt. So, da sind wir wieder. Watch your back. Wipe that smirk off your face. Doing one job doesn't make us pals. Got it? Ich nehme das Maisbrot erstmal mit. So. Ah, das dockt auf 5 wieder auf. Wenn man nicht neu gestartet. Trade Direct is closing shortly. So finish your damn business or come back tomorrow. If you're still alive. Ich werde schon am Leben sein, keine Sorge. So, das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit. Das können wir auch noch aufstacken. Und sogar alles mitnehmen. Geil. Kann man da irgendwas verkaufen? Das können wir noch lernen hier? Nö. Dann gehen wir jetzt erstmal in unsere Bude, die wir im Norden freigemacht haben. Solange es noch hell ist, jetzt... Ja, gut, dann nimm ich mal mit. So. Könnten mich jetzt noch Zombies davonlaufen, wenn gleich Nacht ist, nicht mehr. Zum Glück müssten wir auch nicht lange davonlaufen. Gut, der hat ganz zugemacht, der feine Herr.
wir erreichen jetzt hier The Shady Swine. Das ist aber jetzt auf jeden Fall erstmal eine Weile sicher. Das war nicht der Plan. So, dann nehmen wir schon mal hier die Sachen mit. Jetzt mal alles rüber. Das kann rüber. Das kann man jetzt mal alles rüber, ne? Moment. Und jetzt ab. Klingt nicht danach, oder? Wahrscheinlich nur noch mehr anlocken. Aber nur verkünden die auch, wenn die Bock haben, hier die ganze Bude zerlegen. Ist mir ja auch egal. So, wir machen jetzt einfach Folgendes. Gehen wir mal weg hier. Fleisch und Eier. Aber ich glaube, wir können noch nichts groß machen. Hoffe, wir killen das Ding noch zu blöd. Okay, dann lassen wir das auch. Machen wir nicht. Dafür haben wir Maisbrot hier, ne? Jetzt macht aber nichts. Oh, ich habe kaputten Arm, sehe ich das jetzt.
Okay. Dann nehmen wir den Honig, damit die Infektion gar nicht schlimmer wird. Hocken uns jetzt hier in die Ecke. Genießen unsere ruhige Nacht, hoffe ich. Infektion halt jetzt runter, das ist gar kein Problem. Skillpunkte haben wir 2 Stück zu verteilen, die setzen wir beide einfach in Stärke rein. Dann werden wir nicht auf Prügelpeter gehen, um den Höhepunkt zu ziehen, um mehr Schaden zu machen und solche Sachen. Aber erstmal möchte ich jetzt die nächsten 4 Level-Ups hier reinstecken, damit wir schon mal auf Stufe 7 kommen. Weil Stufe 7 ermöglicht uns nämlich, dass wir hier die ausmaxen und Prügelpeter auf 4 bringen. Das ist schon eine ganze Menge. Und damit würde ich sagen, beende ich die erste Folge der neuen Staffel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und freut euch, dass 7 Days weitergeht. Wir werden sehen. Macht's gut, bis dahin und tschüss.